sonst zu Katja Epstein noch als Letzte. Die ja aktuell jetzt auch nicht mehr so präsent ist. Aber ist Katja Epstein, wird sie auch so eine Frau haben, wo sie denken, ja, die hat schon was Besonderes gelassen? Na klar, klar. Ich meine, Katja Epstein hat nicht nur bei Eurovisionswettbewerben vorne mitgemischt, mehr als mancher, der nachher gekommen ist und um den viel Wind gemacht wurde. Ja. Ich meine, so Musik mit Punkten zu bewerten, ist sowieso ein brutales Spiel. Aber für die damalige Zeit war das, muss man auf die heutige Zeit gewissermaßen schon übertragen, Katja Epstein ist ein Star gewesen und wenn sie heute nicht mehr so präsent ist wie mancher andere, der nachher gekommen ist, dann hat das vielerlei Gründe, die ich nicht kenne. Aber jetzt denke ich mal, dass es so ist. Und nicht alle liegen im Bereich von Musik. Aber damals, als ich Katja Epstein kennenlernte und ich habe gewissermaßen mit ihrem Umfeld regelrecht zu tun gehabt, weil Christian Bruhn, ihr Weggefährte über eine lange Zeit, für mich unter anderem, auch für mich, Songs geschrieben hat. So wie er für viele andere Leute erfolgreiche Songs geschrieben hat. Von Drafi Deutscher angefangen, denn Marmor, Stein und Eisenbricht stammt aus seiner Feder. Das ist eben dieser Mann. Und mit ihm war Katja zusammen und so lernte ich sie auch kennen. Aber Katja war ein Star, ein absoluter Star. Wenn die irgendwo reingelaufen ist, dann hat man gesagt, oh, Frau Epstein, ja, toll. Und heute, wenn sie irgendwo reinläuft, sagt man, auch Frau Epstein, auch toll. Also, auch wenn sie jetzt nicht mehr so viel macht wie früher. Katja ist eine interessante Mischung einer Berliner Göre und einer Weltdame. Ja. Sie ist auch immer noch sehr attraktiv und bewegt sich sehr elegant. Und sie war damals eine Sängerin, die man auch geschätzt hat, weil sie einfach singen konnte.